Ach, und dann wird's halt schon ein bisschen wirsch. Und so weiter. Also dann ergeben sich daraus richtig coole Rhythmen, richtig coole, geile Sachen, die man dann einfach auch üben muss. Als generellen Hinweis habe ich gestern auch noch im Schüler gesagt, es kann auf jeden Fall mal Sinn machen, wenn man einfach mal irgendwelche Rock- oder Metal-Riffs einfach mal am Papier schreibt oder bei Guitar Pro oder so. Weil man dann ein bisschen aus dieser Komfortzone rausbricht, wenn ich einen Riff geschrieben hätte an der Gitarre. Irgendwie sowas, ne? Man, so nach dem 10., 20. Riff sieht man erst eventuell, dass man immer irgendwelche Ähnlichkeiten dann aufweist. Und dann einfach mal am Papier schreiben, aber dann muss man sich ein bisschen mit Rhythmusnoten, ein bisschen mit Rhythmik halt auskennen. Und solche Übungen helfen dann einem dazu. Das habe ich auch in einem anderen Video gesagt. Leute, nehmt euch einen Lehrer, meldet euch zum Beispiel bei mir. Ich mache Videounterricht und natürlich Präsenzunterricht hier in meiner kleinen Musikschule. Meldet euch, weil genau solche Übungen hat der Lehrer für euch parat, um aus dieser Komfortzone rauszubrechen für euch. Und versucht einfach da mal das Ganze akkurat nachzuspielen. Aber wer Rock- oder Metal-Gitarre spielt, der hat sehr oft mit solchen Sachen zu tun. Zum Beispiel letztens haben wir noch... Und so weiter. Ja, das ist so ein typischer Fall. Holy Diver, auch ein sehr geiles Ding. Da wird er mal einen halben Ton tiefer gespielt. Ne? Die Gitarre ist ja hier auf normal. So, liebe Leute.